Die Martinsberger Orgel, erbaut 1811 von Samuel Metz, ist einer der besterhaltenen historischen Instrumente der evangelischen Kirche AB in Rumänien. Darum ist ihre Bewahrung und nicht zuletzt ihr Erklingen speziell wichtig. Hans Laser bewachte das Instrument vor Ort viele Jahre treu und verantwortungsbewusst. Er sorgte dafür, dass sie keine großen Schaden nahm. Leider ist auch der Zustand des Kirchengebäudes inzwischen nicht mehr ganz sicher. Mehrere Einstürze andererorts zeigen, dass von einer Sekunde auf die andere sich die Situation ändert. Darum entschlossen wir uns gemeinsam, dass das wertvolle Instrument auf Zeit in der Hermannstädter Stadtpfarrkirche gesichert werden soll, ohne dass sich der Besitzstand ändert. In 2018 wurde das Innenleben der Orgel, also Pfeifen, Windladen und die Mechanik durch die Firma Kott Honigberg gesichert. 2021 auch der Balg und ihr Gehäuse. Nach einigen Reparaturen in der Honigberger Werkstatt konnte das Instrument in der Ferula der Stadtpfarrkirche Hermannstadt über dem vorreformatorischen Lettneraltar auf einer eigens für Altar und Orgel über den Turmfuß errichteten Emporekonstruktion wieder aufgestellt werden. Zum Glück konnten dabei die elektrische und die mechanische Hebebühne eingesetzt werden. Der Höheunterschied ist beträchtlich und der Standort der Orgel kann durchaus als luftig bezeichnet werden. Die Oktave 2 war das erste Register, das aus dem Inneren des Gehäuses vielversprechend die lichtdurchflutete Ferula erfüllte. Bald stand auch der Prinzipal 8 in der Fassade der Orgel. Weil im Ersten Weltkrieg die Pfeifen in der Front eingezogen wurden und als Kriegsmaterial verwendet wurden, hat Hermann Binder 1980 diesen neuen Prospekt eingebaut. Die Pfeifen integrieren sich bestens in den Klang des Rests der Orgel, der außer der Voxumana original sind. Arpad Macar und Ferdinand Stemmer intonieren das prächtige Instrument. Intonieren heißt, jeder Pfeife vor Ort den richtigen Klang verleihen, sodass alle Pfeifen natürlich und dem Raum angepasst erklingen. Für die Martinsberger Orgel und die Hambacher Orgel, die jetzt in der Schwarzen Kirche steht, wurde eigens ein Register von Metz, das nicht mehr existiert, wieder neu geschaffen, anhand von wenigen Anhaltspunkten, die es gab. Das Register heißt Vox Humana. Es ist geteilt in Bass und Diskant. Und unser Orgelbauer Arpad Macar hat aus diesen Angaben und Vorlagen, die es gab, dieses wunderbare Register kreiert, das jetzt zuhinterst, zu oberst auf der Orgel steht.
ganzen Register wurden in knapp 10 Arbeitstagen intoniert und gestimmt. Das leiseste Register dieser Orgel ist die Traversflöte, ebenfalls eine Spezialität von Samuel Metz. Man kann es mit und ohne Tremolant spielen und es imitiert natürlich die Traversflöte. Martinsberger Orgel ist eine der größeren Instrumente von Samuel Metz und hat zwei Manuale. Die meisten anderen haben nur eines. Da kann man sehr schön laut und leise spielen, auf dem Hauptwerk laut und auf dem Oberwerk leise. Übzeit wurde am Freitag, 9. Oktober, die Martinsberger Orgel gemeinsam mit dem vorreformatorischen Altar in der Ferula eingeweiht. Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Wir danken dir, dass hier in der Firma der Hemmersteller Stadtpfarrkirche der alte Altar dieser Kirche und die Martinsberger Orgel wieder ihre Bestimmung zu übergeben werden können. Wir bitten,